Liebe Studierende, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vierten Online-Sitzung der Grundlagen der Phonetik und Phonologie. Heute befassen wir uns mit folgenden Themen. Zunächst gucken wir in die Geschichte der Standardaussprache und werden uns ein bisschen näher mit der Standardaussprache befassen. Schließlich ist es Aufgabe für Sie in der Klausur, eine Transkription nach Standard zu erstellen. Wir gucken, welche Aussprachestandards es gibt und welche Besonderheiten es gibt. Wir haben ja schon in den letzten Vorlesungen Besonderheiten uns angeguckt. Heute werden solche Besonderheiten nochmal spezifiziert. Und in den folgenden Veranstaltungen, dafür ist heute die Überleitung da, wird es dann darum gehen, die Regelhaftigkeit dahinter zu erkennen und hier nach dem System zu suchen. In der Schule haben Sie Rechtschreibung gelernt und es hatte für Sie Konsequenzen, wenn Sie sich nicht an die Rechtschreibung gehalten haben. Wenn Sie sich im Erwachsenenleben nicht an die Rechtschreibung halten und verständlich sind, wird das nicht so sanktioniert. In dem Moment, wo eine Unverständlichkeit dann tatsächlich da ist, wird es schwierig. Solange Sie verständlich sind, auch wenn Sie sich nicht an die Rechtschreibung gehalten haben, wird hier doch für diejenigen, die es lesen und die es anders kennen, etwas interpretiert. Nämlich beispielsweise Unwissen über das Schreiben dieses Wortes. Das ist jetzt das geringste Vorurteil, was, glaube ich, damit verbunden ist. Die Schriftsprache unterlag auch der Veränderung. Falls Sie sich dafür interessieren, hier habe ich Ihnen einen Link in die Vorlesung mit gegeben, schriftdeutsch.de. Dort können Sie über die Geschichte der Rechtschreibreformen, die es gab, es gab zwei große Rechtschreibreformen im Deutschen, dann informieren. Mir geht es aber um die Standardaussprache. Das bisher war ein Vergleich zur Schriftsprache. Bei der Standardaussprache gibt es keine Norm, die entsprechend sanktioniert würde. Denn die Frage ist ja, wer legt diesen Aussprachestandard fest und weiß das derjenige, der gerade mit mir zu tun hat und was sagt es eigentlich über mich aus, was ist die Interpretation des anderen, wenn ich nicht Standard spreche. Sprache hat eine soziale Funktion und so kann es sogar von Vorteil sein, nicht Standard zu sprechen. Ich stelle die These auf, der Bauarbeiter, der auf der Baustelle Standard spricht, der frühstückt alleine. Warum? Weil die Interpretation seiner Umwelt, die Interaktion mit der Umwelt sich in Sprache ausdrückt, Sprache diese soziale Funktion erfüllt und in dem Moment, wo ich nicht bestimmten Erwartungen entspreche, hier eine Sanktionierung stattfindet. Das ist jetzt nur eine These gewesen und ein Beispiel, aber daraus können wir erkennen, dass diese soziale Funktion der Sprache eben auch mit einem Soziolekt, also mit einer sozialen Schicht, die diese Sprache verwendet, verbunden sein kann. Wenn wir über das Gegenteil von Standard sprechen, sprechen wir von einem Dialekt. Ein Dialekt kann ein Soziolekt sein oder ein Dialekt kann auch ein Regiolekt sein. Das heißt, dass in einer bestimmten Region bestimmte Aussprachemerkmale vorhanden sind und dann können wir sagen, okay, derjenige kommt aus dieser Region. Möglicherweise kommt er das nicht, aber dann haben wir zumindest einen Anhaltspunkt, um drüber zu reden und damit ist auch schon wieder die soziale Funktion erfüllt. Damit haben wir zwei Funktionen des Standards. Also ein Standard definiert sich eigentlich über das, was er nicht ist. Nämlich, er kennzeichnet Überregionalität, also wir erkennen keine Region von einem Sprecher, wenn er Standard verwendet. Und es ist soziale Kategorien übergreifend, wir erkennen also keinen Soziolekt. Das sind die zwei wichtigsten Funktionen des Standards. Damit verbunden ist ein gewisses Prestige für diejenigen, die Standard sprechen. Und in bestimmten Einrichtungen haben wir es als Hörerwartung.
Wir haben in Deutschland keine Region, in der Standard gesprochen werden würde. Wir haben Regionen, die sind nah am Standard dran, aber verwenden ihn nicht. Wir haben Regionen, die sind weiter weg vom Standard. Und wir haben den Standard institutionell. Das bedeutet in Radiostationen, in Fernsehstationen, in der Phonetik-Phonologie-Vorlesung, in bestimmten Instituten wird Standard verwendet, aber nicht in der Region und möglicherweise auch als Ausdruck eines Soziolektes. Das gilt es dann zu unterscheiden. Aber dass wir im Grunde genommen die Benutzung dann der Standardfunktion. Also in dem Moment, wo wir über Standard sprechen, verfügen und über Nicht-Standard sprechen, verfügen, dann haben wir die Wahlmöglichkeit, in sozialen Situationen uns dann auch entsprechend unterschiedlich zu verhalten von unserem Kommunikationsverhalten durch die Benutzung oder Nichtbenutzung des Standards. Da stellt sich die Frage, wie wird so ein Standard festgelegt? Und die Festsetzung des Standards ist eine Vorschreibung, eine Präskription. Nun können wir diese Präskription nicht aus dem Nichts heraus machen, also dass sich jemand sagt, okay, ich spreche so, meine Frau spricht so und meine Kinder sprechen so, das ist jetzt Standard, sondern es muss geguckt werden, wie wird eine Standardaussprache tatsächlich als Standardaussprache akzeptiert. Das heißt, es muss erstmal beschrieben werden, was realisiert wird und was Menschen als Standardaussprache empfinden. Dann wird das kodifiziert, das wird dann aufgeschrieben und dann kann daraus der Schluss gezogen werden, so wird Standard ausgesprochen, das kann eine Präskription sein. Da kommen unterschiedliche Autoren zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und wir sind ja schon dabei, dass wir gesagt haben, zum Beispiel die Diphthonge werden in unterschiedlicher Literatur zur Standardaussprache unterschiedlich transkribiert, weil angenommen wird, dass denen unterschiedliche Laute zugrunde liegen. Das haben wir behandelt. Heute kommt möglicherweise die Erklärung dafür, weshalb. Die Wiege der Standardaussprache liegt in Sachsen. Dort haben wir verschiedene Orte, die mit der Standardaussprache verbunden sind. Zum einen ist es der Ort Freiberg, wo viele ehemalige Leibeigene frei sein konnten, wenn sie im Bergwerk gearbeitet hatten, wo sie letztlich irgendwie sich verständigen mussten. Sie haben Deutsch geredet, aber jeder in unterschiedlichen Dialekten, wo er ankam. Und dann fand man eine gemeinsame Sprachebene, wie man sich eben dann verstanden hat. Aber es gibt auch das Meißnische, von dem der Standard sehr geprägt wurde, und die sogenannte Prager Kanzleisprache, also an der Karls-Universität zu Prag. Als dann Deutsch gelehrt wurde, entstand eine Gelehrtensprache, die sich dann auch über das ganze Land verbreitet hat. Luther, der die Bibel übersetzt hat, hat hier sich sehr auch am Phonetischen orientiert und er hatte einen Wunsch, dass ihn beide Hoch- und Niederländer verstehen mögen. Also er meint hier das Hochdeutsche, was auf dem Berg gesprochen wird, also heute würden wir sagen Süddeutsche, weil es in den höheren Regionen gesprochen wird und er meint mit Niederländer das Niederdeutsche, also das, was im Tal gesprochen wird, also nördlich von Mainz. Luther lobte das Niedersächsische phonetisch, sowohl das Brandenburgische, aber auch das Hessische. Und fand es orientierungswürdig. Sehr prägend war auch der Augsburger Religionsfrieden, wo viele Absolventen der Prager Universität, die über diese Prager Kanzleisprache verfügten, in das ganze Land gesandt wurden und dort
Aussprachealternativen aufzeigten. Zur Zeit der Aufklärung, als dann sich das Deutsche durchgesetzt hatte, hatte sich das Meißnische soweit etabliert, dass es als Standard gelten könnte. Gottsched beispielsweise kritisiert bestimmte Dinge daran, wie das St und Sp versus St und Sp. Ja, Stein, Stein, Spirale, Spirale. Und Schiller hat sich zu dieser Zeit dann auch schon ironisch über die Aussprache der Obersachsen geäußert. Zur Zeit der Industrialisierung gab es Bestrebungen für eine Standardaussprache und da gab es zum Beispiel den Allgemeinen Deutschen Sprachverein. Und Karl Erbe war der Vorsitzende, der kam aus Stuttgart und er verfasste 1897 5x6 Sätze über die Aussprache des Deutschen und fand, dass der Regiolekt des Schwäbischen eigentlich alles hat, was für eine Standardaussprache gelten soll und fand, das Schwäbische sollte auf ganz Deutschland übertragen werden. Eigentlich ist aber Wilhelm Wietor der Urvater der Standardaussprache des Deutschen. Wilhelm Wietor, also die zwei Punkte auf dem E, kennzeichnen hier, dass es sich um einen Hiat handelt, lehrte vor allem an der Universität in Marburg. Er war selber Anglist von Beruf und hat hier festgestellt, dass es eben verschiedene Ausspracheformen des Englischen, des Deutschen gibt, hat sich damit befasst, das zu beschreiben und hat festgestellt, dass Schüler, dass Studenten, die bestimmte dialektale, also regionale oder soziale Marker haben, nicht so gute Bildungschancen hatten zu dieser Zeit. Deshalb hat er sich damit befasst. 1885 schrieb er ein Buch, Die Aussprache des Schriftdeutschen, führte Untersuchungen bereits 1890 durch, wo er vor allem Lehrer befragte und wo er eben dann auch die Rückmeldung bekam, wie die Lesesprache bzw. die Umgangssprache und Volkssprache gesprochen ist. Er veröffentlichte Lauttafeln, Lesebücher und dann 1908 das Deutsche Aussprachewörterbuch. Da sind bereits Wortlisten enthalten, wie bestimmte Worte ausgesprochen werden, wenn wir uns des Standards bedienen. Und posthum 1931 und 41 sind dann auch nochmal seine Bücher erschienen. In der Tradition seines Buchtitels steht dann auch das Deutsche Aussprachewörterbuch, das wir hier in der Vorlesung auch behandelt haben. Ein bisschen später hat sich Theodor Siebs mit der Aussprache befasst. Theodor Siebs ist der meines Erachtens bekannteste Forscher zur deutschen Aussprache. Das liegt vor allem daran, dass der Reichsrundfunk sich letztlich seines Buches bedient hat. Er schrieb ein Buch 1898 zur deutschen Bühnenaussprache und führte dann Untersuchungen durch, aber ihm lag es am Herzen, vor allem die Aussprache im Theater zu erforschen. Deshalb sandte er auch Fragebögen an Theater, wo er dann auch die Gesangslautung und die Aussprache auf der Bühne seiner Zeit beschrieben hat. Zu dieser Zeit war es üblich, dass auf der Bühne eine, wir würden heute sagen, Überartikulation stattfand, dass auf der Bühne eine eher künstliche Sprache stattfand, die überhöht deklamatorisch war und eine andere Form als die Umgangssprache hatte.
Seine Bücher haben sich stets auf die Bühnenaussprache bezogen und 1922 hieß die 13. Auflage Deutsche Bühnenaussprache Hochsprache. Die Hochsprache hier bei ihm, der Titel, bezog sich nicht auf Hochsprache im Sinne dessen, was Luther mit Hochdeutsch und Niederdeutsch, also auf dem Berg und im Tal, also im Süden und im Norden, beschrieben hat, sondern dieser Begriff, den er verwendet, Hochsprache, bedeutet die Sprache der höheren sozialen Schicht. Eigentlich beschreibt er damit einen Soziolekt. Und das ist im Grunde genommen die Krux, die wir heute noch haben, wenn wir den Begriff Hochdeutsch hören, dass es in der Tradition eigentlich von einer höheren sozialen Schicht ist, nämlich dass dieses hohe Hochdeutsch das Deutsche ist, was die höhere soziale Schicht spricht. Damit ist es ein Soziolekt und deshalb verwende ich auch nicht den Begriff Hochdeutsch, sondern den Begriff Standardaussprache. Ein bisschen später hat sich Theodor Siebs mit der Aussprache befasst. Theodor Siebs ist der meines Erachtens bekannteste Forscher zur deutschen Aussprache. Das liegt vor allem daran, dass der Reichsrundfunk sich letztlich seines Buches bedient hat. Er schrieb ein Buch 1898 zur deutschen Bühnenaussprache und führte dann Untersuchungen durch, aber ihm lag es am Herzen, vor allem die Aussprache im Theater zu erforschen. Deshalb sandte er auch Fragebögen an Theater, wo er dann auch die Gesangslautung und die Aussprache auf der Bühne seiner Zeit beschrieben hat. Zu dieser Zeit war es üblich, dass auf der Bühne eine, wir würden heute sagen, Überartikulation stattfand, dass auf der Bühne eine eher künstliche Sprache stattfand, die überhöht deklamatorisch war und eine andere Form als die Umgangssprache hatte. Seine Bücher haben sich stets auf die Bühnenaussprache bezogen und 1922 hieß die 13. Auflage Deutsche Bühnenaussprache Hochsprache. Die Hochsprache hier bei ihm, der Titel, bezog sich nicht auf Hochsprache im Sinne dessen, was Luther mit Hochdeutsch und Niederdeutsch, also auf dem Berg und im Tal, also im Süden und im Norden, beschrieben hat, sondern dieser Begriff, den er verwendet, Hochsprache, bedeutet die Sprache der höheren sozialen Schicht. Eigentlich beschreibt er damit einen Soziolekt. Und das ist im Grunde genommen die Krux, die wir heute noch haben, wenn wir den Begriff Hochdeutsch hören, dass es in der Tradition eigentlich von einer höheren sozialen Schicht ist, nämlich dass dieses hohe Hochdeutsch das Deutsche ist, was die höhere soziale Schicht spricht. Damit ist es ein Soziolekt und deshalb verwende ich auch nicht den Begriff Hochdeutsch, sondern den Begriff Standardaussprache. Das sollte man wissen, wenn man über Hochdeutsch redet, dass es sich hier eigentlich um einen Soziolekt, also die Sprache der Gebildeten handelt, der höheren sozialen Schicht und nicht um die Standardaussprache, zumindest in der Tradition. Es ist möglich, dass man das dann nochmal anders semantisch belegt, aber ich glaube, dass wir mit dem Begriff Standardaussprache eine gute Alternative haben. Posthum sind die Bücher von Theodor Siebs dann erschienen. In der 18. Auflage 1961 dann auch mit IPA-Zeichen. Vorher waren es nur lateinische Buchstaben, die hier verwendet wurden. Siebs wurde ein Standardwerk für die Schauspielausbildung. Viele Schauspieler gingen mit der Gründung der Sendeanstalten, der Rundfunksendeanstalten nach dem Ersten Weltkrieg zum Radio, wurden dort Sprecher und kannten dann den Siebs. Dadurch
wurde der Siebs vom Reichsrundfunk empfohlen und das war der Grund, weshalb Siebs heute sehr bekannt ist, weil viele sich eben an dem Siebs dann orientiert haben. Der war so bekannt, dass er posthum dann auch viele Auflagen erfuhr. 1969 die 19. Auflage und auch heute wird aus historischen Gründen gern noch auf Siebs verwiesen. Letztlich ist das Buch von Siebs ein historisches Buch. Es betrachtet die Aussprache dieser Zeit auf der Bühne, wo es eine überhöhte Aussprache gab auf der Bühne, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite enthält es natürlich Fehler. Fehler, die zum damaligen Zeitpunkt und zum damaligen Stand der Wissenschaft nicht als Fehler angesehen wurden. Nun schritt aber die Phonetik voran, man konnte besser analysieren, man konnte Aufnahmen machen und hat dann letztlich versucht, hier den Siebs zu aktualisieren. Dafür waren aber die Erben des Siebs nicht bereit. Sie wollten weiterhin den Stand konservieren. Deshalb entwickelten sich zwei andere Werke. Das war zur Zeit der Spaltung Deutschlands und in Westdeutschland wurde ein Aussprachewörterbuch aus der Duden-Redaktion herausgegeben. Damit wurde Max Mangold, ein Phonetiker, beauftragt und er veröffentlichte 1962 die erste Auflage des Duden-Aussprachewörterbuchs, also Band 6 der Duden-Reihe. Und dann gab es durch Max Mangold verschiedene weitere Auflagen. Bis zur sechsten Auflage machte es Max Mangold selbst. Dann gab es eine Überarbeitung und darüber haben wir ja auch schon in dieser Vorlesung gesprochen. Die siebente Auflage ist dann nicht mehr von Max Mangold herausgegeben worden, sondern von einer Redaktion, natürlich in der Tradition von Mangold, aber mit einer sehr großen Reformierung, beispielsweise eben auch nicht mehr mit der Ligatur bei Diphthongen. Die Diphthonge haben andere Lautzeichen erhalten, aber das ist nicht nur die einzige Änderung, die jetzt im Duden dann tatsächlich passierte. Wir gucken auf Max Mangold. Max Mangold hat selber versucht, die Standardaussprache zu beschreiben und daraus die Präskription zu entwickeln. Nach seiner Ausgabe erfolgte das über das Hören, also auditiv, und er soll sich an den Medien und was er in den Medien gehört hat, orientiert haben. In Ostdeutschland gab es zwei Professoren. Eine war Irmgard Weithase, die an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena lehrte, und der andere war Hans Krech, der an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg lehrte, die sich mit der Aussprache befassten. Sie hatten auch Gespräche mit den Erben von Siebs geführt und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie eigene Untersuchungen anstellen müssen, haben hier eine breite wissenschaftliche Grundlage geschaffen, indem sie nicht nur Sprache aufgezeichnet haben, sondern mit diesen Hörbeispielen, die sie hatten, Akzeptanzuntersuchungen durchgeführt haben. Sie haben dadurch festgestellt, was wird noch als Standard empfunden, was wird nicht mehr als Standard empfunden. Und das mündete dann in dem Wörterbuch der deutschen Aussprache. Die erste Auflage erschien dann erst 1964 aufgrund zweier Verzögerungen. Die eine Verzögerung war, dass Irmgard Weithase das Autorenkollektiv durch ihre Flucht nach Westdeutschland verlassen hat und nicht weiter mitarbeiten konnte und letztlich die Arbeit dann auf Hans Krech an der Martin-Luther-Universität überging.
Und das Institut in Jena mit dem Weggang von Weitase sehr stark verkleinert wurde. Das andere waren die Akzeptanzuntersuchungen, die sehr viel Zeit in Anspruch nahmen, sodass erst 1964 die erste Auflage erscheinen konnte, dann folgten weitere und schließlich 1982 kam das große Wörterbuch der deutschen Aussprache heraus mit einem großen Anteil an Wortlisten, die transkribiert wurden. Aufgrund der Situativität fand man hier eine große Varianz der Aufnahmen heraus. Also manche Lautungsstufen waren höher, manche waren niedriger, weshalb Meinhold, der ursprünglich dann noch in Jena unterrichtete, Lautungsstufen für eine situationsdifferenzierte Zuordnung gab. Das ist heute eher ein didaktisches Modell, da die Lautungsstufen so rein nicht mehr feststellbar sind. Diese Lautungsstufen haben drei verschiedene Deutlichkeitsstufen, die die Situation berücksichtigen sollen. Umgangssprache, dann normale Sprache und die Ansprache, also die höhere Ansprache, je nachdem, welche Situation wir hätten. Das lässt sich aber heute nicht mehr tatsächlich nachweisen. Nach der deutschen Wiedervereinigung gab es seit 1990 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg weitere umfangreiche Akzeptanzuntersuchungen und die mündeten letztlich in dem deutschen Aussprachewörterbuch von 2009. Und das ist auch das Buch, was wir hier in der Vorlesung behandelt haben. Ein dritter Standard ist in Frankfurt beheimatet, nämlich die Aussprachedatenbank der ARD. Letztlich sehe ich drei Standards im Deutschen, die ausführlich kodifiziert sind. Der eine ist der Aussprache-Duden, das andere ist das Deutsche Aussprachewörterbuch und das dritte ist die Aussprachedatenbank der ARD. Diese ist leider nicht öffentlich zugänglich, obwohl wir sie alle mit unseren Rundfunkgebühren bezahlen. Die Aussprachedatenbank der ARD ist eine Redaktion, die kontinuierlich daran arbeitet, ständig neue Worte einzuspeisen und allen Sprecherinnen und Sprechern der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Verfügung zu stellen. Wenn der Eyjafjallajökull ausbricht oder in Fukushima oder Fukushima ein Atomunglück passiert, dann kann der Nachrichtensprecher in der Datenbank nachgucken und dann sieht er dort, wie es ausgesprochen wird. Wie arbeitet diese Datenbank der ARD? Da gibt es eine Redaktion, die ruft die Personen, dessen Namen herausgefunden werden sollen, zum Beispiel potenzielle Nobelpreisträger, potenzielle Wissenschaftler, die in den Nachrichten kommen könnten, rufen an. Und wenn dort zum Beispiel der Anrufbeantworter nur rangeht und dann gesagt wird, Hello, my name is, dann hören die genau hin bei und schreiben es dann auf, so dass es in die Datenbank eingetragen werden kann. Das heißt, die Leute werden so ausgesprochen, wie sie sich selber aussprechen würden. Das heißt, es folgt nicht unbedingt einem System, was dahinter steht, wie zum Beispiel beim Aussprachewörterbuch, sondern hier kann jeder selbst sagen, bei Eigennamen, so möchte ich ausgesprochen werden. Beziehungsweise es wird so ausgesprochen, wie es in der Region, in der das gerade stattfindet, ausgesprochen wird. Und so haben wir beispielsweise Unterschiede in öffentlich-rechtlichen Medien und in den privaten Medien gehabt, wenn es darum geht, Fukushima oder Fukushima auszusprechen. Denn selbst die Japaner sind sich nicht einig und diejenigen, die dort wohnen,
sprechen es eher Fukushima aus, jetzt natürlich eingedeutscht, weshalb es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Fukushima heißt. Aber Hiroshima. Also nicht Hiroshima, Hiroshima, aber Fukushima. Inkonsequent ist es bei Worten, die schon existierten und in den Nachrichten gesprochen wurden, bevor die ARD-Aussprachedatenbank 1997 gegründet wurde. Zum Beispiel Peking würde heute wahrscheinlich nicht mehr als Peking eingehen, sondern eher als Beijing. Ähnlich ist es bei Konstanz. Niemand sagt dort Konstanz in der Region, sondern es ist Konstanz. In der ARD-Aussprachedatenbank und im Standard ist es trotzdem Konstanz. In der Nähe von Münster gibt es einen Ort, der heißt Telgte. Niemand dort kennt den Ort als Telgte, das ist Telgte. Aber in der ARD-Aussprachedatenbank steht es als Telgte. Da gibt es eben verschiedene Nicht-Übereinstimmungen dann letztlich. Anders ist es aber beispielsweise im Eichsfeld. Das Eichsfeld ist laut Regeln das Eichsfeld. Die Menschen dort sagen aber nicht Eichsfeld, sondern Eichsfeld. Und in der ARD-Aussprachedatenbank steht es als Eichsfeld. Da sind bestimmte Inkonsequenzen dann eben mit drin. Es gibt da verschiedene schöne Beispiele, wie zum Beispiel ein Wort eines tschechischen Fußballspielers, der in eine deutsche Mannschaft gewechselt ist und der sehr kurzfristig eben einen Vertrag bekommen hat und die Redaktion hat diesen Namen noch nicht in die Datenbank eingearbeitet. Der wurde aber sofort in einem Spiel eingesetzt. Das war ein ganz aktuelles Ereignis. Und der Reporter, der versuchte dann, diesen Namen auszusprechen, dachte sich aber, nee, das ist irgendwie sehr kompliziert und hat sich drumherum laviert, diesen Namen auszusprechen und hat verschiedene andere Informationen gegeben. Ja, der Spieler, der dort und dort bisher gespielt hat und sehr erfolgreich und so weiter und hatte ein Problem, als dieser Spieler wenige Minuten später ein Tor schoss. Dann musste er den Namen aussprechen und hat sich dann mit der ARD-Aussprachedatenbank in Verbindung gesetzt, gesagt, ich habe hier gerade was gemacht, es ist ganz schwierig, guckt mal nach. Und dann haben sie herausgefunden, okay, so wie du das ausgesprochen hast, so erkennt der Spieler seinen Namen selbst nicht. Ja, und jetzt war die Frage, trägt man es in der deutschen Variante oder eben in der dem tschechischen am nächsten Variante in die Aussprachedatenbank ein. Und da hat eine Kommission getagt, die nicht nur aus der Redaktion, aus einem Vertreter der Redaktion der Aussprachedatenbank erfolgte, sondern eben auch dem Chefsprecher der Nachrichten der ARD, der Tagesschau und dem Reporter. Und dann wurde festgelegt, in dem Fall, dass es so ausgesprochen wird, wie der Reporter es nun einmal ausgesprochen hat. Vielleicht hat der Chefsprecher der Tagesschau dann auch gedacht, okay, wenn ich das selber mal aussprechen muss, das ist ziemlich schwierig, dann nehmen wir doch die Variante. Außerdem haben wir dann nicht die Inkonsequenz, dass jetzt, wenn wir es anders sagen, in den folgenden Meldungen, dass der und der das Tor geschossen hat, dass dann gefragt wird, ja, aber ich habe doch das Spiel gehört, das war doch ein ganz anderer, weil der Name eben dann nicht erkannt wird. Ja, so arbeitet die Aussprachedatenbank der ARD. Die Aussprachedatenbank der ARD hat den Anspruch, so ausländisch wie möglich zu sein, im Gegensatz zum Aussprachewörterbuch. Das Aussprachewörterbuch sagt, wir machen das so deutsch wie möglich, geht aber beispielsweise darauf ein, dass wir das TH des Englischen realisieren können. Wenn Sie berühmt sind, können Sie sich aussuchen, wie Ihr Name ausgesprochen werden soll von der ARD-Aussprachedatenbank und können da anrufen. So hat es zum Beispiel Susanne Lothar gemacht, eine Schauspielerin, die fortan Susanne Lothar heißen wollte
Und das wurde dann eben entsprechend auch so eingetragen. Oder der Thüringer Politiker mach nicht, der mach nick ausgesprochen werden wollte. Ich habe vorhin von der Friedrich-Schiller-Universität erzählt, die sich mit der Standardaussprache traditionell beschäftigt. Von dort kommt auch das Buch Die phonetische Transkription des Deutschen, was ebenfalls Bestandteil unserer Lehrveranstaltung ist. Ich fasse zusammen. Wir haben eine Norm der Standardaussprache, die institutionell verortet ist. Wir haben verschiedene Umgangssprachen, und diese Umgangssprachen haben bestimmte Marker, die von der Standardaussprache abweichen, manche mehr, manche weniger. Und das Vorurteil, dass in der Region um Hannover Standard gesprochen werden würde, stimmt nicht. Auch dort gibt es Marker, die eben auf die Region hinweisen. Und solange es die gibt, ist es keine Standardaussprache. Andererseits ist diese Region sehr nah dran am Standard und es gibt andere Regionen, die weiter weg sind, wo es dann aber auch schon wieder einfacher ist, Standard tatsächlich zu realisieren, da man sich dessen bewusst ist, welche Marker es sind, die nicht dem Standard entsprechen. Oder es ist sehr weit weg vom Standard, dann ist es natürlich sehr, sehr aufwendig, tatsächlich Standard zu sprechen. Kommen wir zu einem Merkmal des Standards, das ist die Spirantisierung, also die Frikativierung. Ein Plosiv wird zu einem Frikativ. Das haben wir im Deutschen in der Endung ich. Und hier habe ich Ihnen mal ein paar Beispiele gegeben. Und bitte Sie, sich das erstmal anzugucken. Wo wird hier ich realisiert und wo wird nicht der Frikativ, sondern der Plosiv realisiert? Wahrscheinlich geben Sie jetzt die Antwort, das hoffe ich, auf der linken Seite der Frikativ, auf der rechten Seite der Plosiv. Und dann ist die Frage, woran liegt das, dass das so ist? Das liegt an der Silbenstruktur. Wir haben schon darüber gesprochen, dass mit der R-Realisation es entscheidend ist, ob dieser Laut im Onset oder in der Coda vorkommt. Und genauso ist es bei dem IG, bei der Endung IG, ist das G in der Coda, wird es spirantisiert, wird es zum Frikativ. König, Königskrone, wenigstens. Geht es ins Onset, also springt das G aus der Silbe heraus in die folgende aufgrund der Onset-Maximierung, dann wird es Königin, Wenige und zu dem letzten Beispiel kommen wir gleich noch. Das bedeutet, wenn wir in der Endung, die darauf folgt, den Vokal haben, also es wäre der Nukleus der Silbe, da kommt hier der Konsonant aus der Coda der vorhergehenden Silbe ins Onset dieser Silbe hinein und das nennen wir Onset-Maximierung. Also das G springt aus der einen Silbe in die nächste Silbe hinein. Damit wird es Königin und Wenige, aber auch Königin. Nie. Und jetzt kommt vor dem Liquid auch noch das G dazu, Onset-Maximierung, glich.
Und so können wir ganz einfach herleiten, wann wird in der Standardaussprache ich gesprochen und wann wird in der Standardaussprache g realisiert. Ich bitte Sie, das Video jetzt zu stoppen und sich unten dieses Video, was ich verlinkt habe, anzugucken. Das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen einprägender als hier mein theoretischer Vortrag. Jetzt ist eindeutig zu sagen, an welchen Vorkommen hier ich und an welchen der Plosiv gesprochen wird. Ich möchte auf ein anderes Phänomen zu sprechen kommen. Es gibt gleich ein Hörbeispiel. Hier bitte ich Sie zu entscheiden, fällt Ihnen etwas auf, ist hier etwas möglicherweise nicht standardgemäß oder wird hier Standard gesprochen? Wir schauen uns um. Noch ist Black Rock City eine lose Ansammlung von Wohnmobilen und Zeltlagern. Und dann sehen wir die ersten bizarren Fantasiegefährte, von denen jetzt fast stündlich neue in der Stadt auftauchen. Mutanten werden sie genannt, erfahren wir. Wir finden die Artery, erste Anlaufstelle für jeden, der in Black Rock City irgendetwas Künstlerisches veranstalten möchte. Wir kriegen mehr als 200 Anträge auf finanzielle Unterstützung, alles von ein paar hundert Dollar bis 100.000 Dollar. Ja, meint er, auch wir haben für unseren Nowhere-Bus einen Zuschuss bekommen. Wir werden einen original Londoner Doppeldeckerbus in diese Wüste bringen und er wird pünktlich nach Plan fahren. Rebecca hat einen riesigen Fischkäfer mitgebracht, Symbol für die Kapriolen der Evolution. Und dann erleben wir unseren ersten Sandsturm. Demgegenüber gibt es das folgende Hörbeispiel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Menschen- und Hilfsorganisationen stemmen sich verzweifelt gegen die Wassermassen. Hilfsorganisationen wie die Ärzte ohne Grenzen sind mit ihren mobilen Teams im Land unterwegs. Wo immer sie es schaffen, hinzugelangen, die Not der Menschen ist groß. Von den anhaltenden Niederschlägen geht die größte Gefahr für die Menschen in Pakistan aus. Aber wir hoffen, dass in den kommenden Wochen mehr Spenden von Regierungen, Institutionen und auch von Privatpersonen zusammenkommen und so allen Menschen in Pakistan geholfen werden kann. Weitere 100 Tonnen Hilfsgüter aus Deutschland trafen heute in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ein, darunter Babynahrung, aber auch Wasserpumpen. Es bekommen nicht alle etwas ab. Viele kommen auf Motorrädern und fahren hinter den Lastwagen her. Sie nehmen viel mehr, als sie brauchen, und wir bekommen dann nichts. Die Menschen sind unzufrieden und das könnte ausgerechnet den Taliban in die Hände spielen, so meinen politische Beobachter. Denn die haben ohnehin ein Interesse daran, Pakistan dauerhaft zu destabilisieren. Ich gehe davon aus, dass Ihnen im ersten Hörbeispiel aufgefallen ist, dass die Endungen sehr stark realisiert wurden und hier keine Reduktion, so nennt man das, der Endungen stattgefunden hat. Das führt möglicherweise bei Ihnen dazu, dass Sie sich mehr darauf konzentriert haben, dass jetzt besonders deutlich gesprochen wurde und nicht der Inhalt mehr im Vordergrund stand. Wie es Ihnen jetzt möglicherweise auch gehen wird, wenn ich eben diese Endungen vollständig realisiere und Ihnen es möglicherweise schwerer fällt, sich auf den Inhalt tatsächlich zu konzentrieren. Im zweiten Beispiel wurden die Endungen reduziert, und das ist Standard. Das Prinzip dahinter, weshalb wir Endungen reduzieren, werden wir in der nächsten Vorlesung behandeln. Heute geht es erst einmal darum, das zu transkribieren und das wahrzunehmen. Möglicherweise haben Sie es nicht so häufig gehört, wie Sie es jetzt hören werden, wenn wir das zweite Beispiel noch einmal mit halber Geschwindigkeit zum Teil abspielen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 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 Die Menschen- und Hilfsorganisationen stemmen sich verzweifelt gegen die Wassermassen. Die Menschen- und Hilfsorganisationen stemmen sich verzweifelt gegen die Wassermassen. Die Menschen- und Hilfsorganisationen stemmen sich verzweifelt gegen die Wassermassen. Die Menschen- und Hilfsorganisationen stemmen sich verzweifelt gegen die Wassermassen. Hilfsorganisationen wie die Ärzte ohne Grenzen sind mit ihren mobilen Teams im Land unterwegs. Hilfsorganisationen wie die Ärzte ohne Grenzen sind mit ihren mobilen Teams im Land unterwegs. Hilfsorganisationen wie die Ärzte ohne Grenzen sind mit ihren mobilen Teams im Land unterwegs. Hilfsorganisationen wie die Ärzte ohne Grenzen sind mit ihren mobilen Teams im Land unterwegs. Wo immer sie es schaffen, hinzugelangen, die Not der Menschen ist groß. Wo immer sie es schaffen, hinzugelangen, die Not der Menschen ist groß. Wo immer sie es schaffen, hinzugelangen, die Not der Menschen ist groß. Wo immer sie es schaffen, hinzugelangen, die Not der Menschen ist groß. Von den anhaltenden Niederschlägen geht die größte Gefahr für die Menschen in Pakistan aus. Von den anhaltenden Niederschlägen geht die größte Gefahr für die Menschen in Pakistan aus. Von den anhaltenden Niederschlägen geht die größte Gefahr für die Menschen in Pakistan aus. Von den anhaltenden Niederschlägen geht die größte Gefahr für die Menschen in Pakistan aus. Aber wir hoffen, dass in den kommenden Wochen mehr Spenden von Regierungen, Institutionen und auch von Privatpersonen zusammenkommen und so allen Menschen in Pakistan geholfen werden kann. Aber wir hoffen, dass in den kommenden Wochen mehr Spenden von Regierungen, Institutionen und auch von Privatpersonen zusammenkommen und so allen Menschen in Pakistan geholfen werden kann. Aber wir hoffen, dass in den kommenden Wochen mehr Spenden von Regierungen, Institutionen und auch von Privatpersonen zusammenkommen und so allen Menschen in Pakistan geholfen werden kann. Aber wir hoffen, dass in den kommenden Wochen mehr Spenden von Regierungen, Institutionen und auch von Privatpersonen zusammenkommen und so allen Menschen in Pakistan geholfen werden kann. Aber wir hoffen, dass in den kommenden Wochen mehr Spenden von Regierungen, Institutionen und auch von Privatpersonen zusammenkommen und so allen Menschen in Pakistan geholfen werden kann. Weitere 100 Tonnen Hilfsgüter aus Deutschland trafen heute in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ein, darunter Babynahrung, aber auch Wasserpumpen. Weitere 100 Tonnen Hilfsgüter aus Deutschland trafen heute in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ein, darunter Babynahrung, aber auch Wasserpumpen. Weitere 100 Tonnen Hilfsgüter aus Deutschland trafen heute in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ein, darunter Babynahrung, aber auch Wasserpumpen. Weitere 100 Tonnen Hilfsgüter aus Deutschland trafen heute in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ein, darunter Babynahrung, aber auch Wasserpumpen. Es bekommen nicht alle etwas ab. Viele kommen auf Motorrädern und fahren hinter den Lastwagen her. Sie nehmen viel mehr, als sie brauchen, und wir bekommen dann nichts. Viele kommen auf Motorrädern und fahren hinter den Lastwagen her. Sie nehmen viel mehr, als sie brauchen, und wir bekommen dann nichts. Die Menschen sind unzufrieden, und das könnte ausgerechnet den Taliban in die Hände spielen, so meinen politische Beobachter.
denn die haben ohnehin ein Interesse daran, Pakistan dauerhaft zu destabilisieren. Die Menschen sind unzufrieden und das könnte ausgerechnet den Taliban in die Hände spielen, so meinen politische Beobachter, denn die haben ohnehin ein Interesse daran, Pakistan dauerhaft zu destabilisieren. Die Menschen sind unzufrieden und das könnte ausgerechnet den Taliban in die Hände spielen, so meinen politische Beobachter. Denn die haben ohnehin ein Interesse daran, Pakistan dauerhaft zu destabilisieren. Die Menschen sind unzufrieden und das könnte ausgerechnet den Taliban in die Hände spielen, so meinen politische Beobachter, denn die haben ohnehin ein Interesse daran, Pakistan dauerhaft zu destabilisieren. Sehen wir uns also an, wie die Reduktion im Deutschen erfolgt. Die Reduktion erfolgt an der gleichen Artikulationsstelle mit dem dort befindlichen Nasal. Bei den bilabialen Plosiven B und P erfolgt also die Reduktion der Endung EN auf M, haben und lappen. Da sind sich im Übrigen die Autoren einig. Der Duden gibt es zwar nicht an, aber der Duden sieht es nicht phonetisch, sondern der Duden betrachtet es als Sprachsystem und versucht hier nicht eine Unterscheidung der Reduktion im Einzelnen. Ich empfehle Ihnen deshalb, hier sich entweder nach Aussprachewörterbuch oder Roos et al. Oder auch Wiese zu richten. Also die meisten Autoren sehen hier die Reduktion an der gleichen Artikulationsstelle. Und wenn Sie die Duden-Variante nehmen, müssen wir berücksichtigen, dass es sich hier nicht um eine reine phonetische Sichtweise handelt. Also, haben, lappen. Und dann haben wir das und das gemacht. Gib mir aber den Lappen, damit ich. Wir sprechen im Standard nicht. Und dann haben wir das und das gemacht. Gib mir mal den Lappen, damit ich das und das. Sondern die Reduktion erfolgt auf haben und lappen. Die meisten Laute liegen in der Nähe des N. Deshalb erfolgt auch hier die Reduktion auf N. Schaden, Latten, Lassen, Duschen, Lachen, Stellen. Er hat den Schaden und dann, er hat den Schaden und dann, er hat den Schaden und dann. Derjenige hat doch nicht alle Latten am Zaun. Derjenige hat doch nicht alle Latten am Zaun. Lassen Sie uns duschen. Lassen Sie uns duschen. Lassen Sie uns duschen. Und dann lachen wir, indem wir uns umstellen. Lachen wir, indem wir uns umstellen. Und dann lachen wir, indem wir uns umstellen. Lachen wir, indem wir uns umstellen. Also die Reduktion auf N. Und jetzt ist wichtig, weil der Vokal, das Schwa, ausfällt, übernimmt der Nasal die Silbigkeit. Weshalb wir diese Silbigkeit anzeigen müssen mit diesem kleinen Strich unter dem M oder N, was Sie hier sehen. Also wir sprechen duschen und das N wird silbisch realisiert. Ähnlich wie bei den Gedanken oder gegen. Hier sind wir velar und somit erfolgt die Lösung auch im velaren Nasal. Gedanken gegen. Die Gedanken sind frei. Gegen wen wollen wir das richten? Die Gedanken sind frei. Gegen wen wollen wir das richten? Ist nicht Standard, sondern die Gedanken sind frei. Gegen wen wollen wir das richten? Eine Zwischenstellung haben wir bei F. Da haben wir auf der einen Seite die Unterlippe, auf der anderen Seite die oberen Schneidezähne als Artikulationsorgane.
Und hiermit sind wir genau zwischen dem N und dem M als Nasal. Hier richtet sich dann das danach, was für ein Folgelaut kommt. Also das B von Bier hier im Beispiel ist dafür verantwortlich, dass wir M realisieren. Wir kaufen Bier. Aber das D ist dafür verantwortlich, dass wir ein N realisieren bei wir kaufen das Bier. Es kommt also nicht nur auf den Laut an, der davor kommt, zumindest bei F und W, sondern auch, welcher Laut danach kommt. Ob wir auf N oder auf N reduzieren. Eigentlich ist sonst im Deutschen immer der Laut davor entscheidend, aber an dieser Stelle, wo wir genau dazwischen sind, entscheidet es der Folgelaut. Unterschiedliche Auffassungen gibt es für die Reduktion der Endung nach nasal. Das Deutsche Aussprachewörterbuch nimmt an, dass nach nasal keine Reduktion stattfindet. Wiese und Ruhes et al. Sind hier andere Auffassungen und auch der Duden geht hier wieder davon aus, dass keine Reduktion stattfindet. Ich empfehle Ihnen der Variante der Verlängerung des Nasals zu folgen. Und dann nehmen wir das und das mit. Und dann nehmen wir das und das mit. Versus und dann nehmen wir das und das mit. Und dann nehmen wir das und das mit. Und dann nehmen wir das und das mit. Oder Sie können eindeutig hören, das unterstelle ich Ihnen, ob ich gleich Singular oder Plural realisiere. Sie trifft die Entscheidung. Sie trifft die Entscheidung. Sie trifft die Entscheidung. Sie trifft die Entscheidung. Die Länge des Nasals entscheidet hier, ob Sie Singular oder Plural verstehen. Ich realisiere nicht, sie trifft die Entscheidungen, sondern sie trifft die Entscheidungen mit einer Längung des Nasals versus sie trifft die Entscheidung. Sie trifft die Entscheidungen. Die kurze, größere Länge des Nasals gibt hier an, dass es sich um die Endung en handelt. Das ist auch wieder silbisch zu kennzeichnen. Und bei der Silbe ren, wenn wir r im Onset der Silbe haben, brauchen wir eine vokalische Realisation. Also, entweder können wir sprechen Iren oder es kommt in die Coda und wir können sprechen Iren. Beides ist möglich. Wobei das Aussprachewörterbuch nur vom Onset ausgeht und Ruß et al. Und Wiese beide Möglichkeiten lassen. Der Duden sieht es auch wiederum nur im Onset. Das ist Ihnen freigestellt, wie Sie es interpretieren wollen, ob Onset-Realisation, so wie wir es beispielsweise auch in einigen Vorkommen bei unserem Tagesschaubeispiel haben. Aber wir haben auch einige Beispiele in unserem Tagesschaubeispiel, wo es in der Coda realisiert wird als Ihren. Das bleibt Ihnen und Ihrer Interpretation in dem Text überlassen, sobald Sie eine der beiden Varianten wählen in der Transkription der Klausur, wird es als richtig angesehen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns am Donnerstag zur Fragerunde. Ich
bitte Sie, das, was heute inhaltlich bearbeitet wurde, für die Transkription bereits für das Tutorium auszuarbeiten. Wünsche Ihnen alles Gute, eine schöne Woche, bis Donnerstag.